Hallo und herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Abend zu unseren Online-Konzerten hier heute live aus dem Ella und Louis. Wir freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben, dass Sie ein Ticket gekauft haben. Im Moment gibt es keine andere Möglichkeit für uns, außer Online-Konzerte zu machen und mit Ihnen in Kontakt zu bleiben. Natürlich ersetzt es nicht dieses gemeinschaftliche Erlebnis, gemeinsam ein Konzert, diese Emotionen zu erleben. Aber wie schon erwähnt, es gibt uns die Möglichkeit, mit Ihnen in Kontakt zu bleiben. Ich freue mich, dass es so gut angenommen wurde. Und ich darf Ihnen heute eine Weltpremiere ankündigen. Alexandra Lehmler, Matthias Debus und Laurent Leroy haben so in dieser Konstellation noch nie miteinander zusammengespielt. Und ich glaube, wir können uns auf eine Stunde wirklich spannende Musik freuen. Ich wünsche Ihnen sehr, sehr viel Spaß. Bleiben Sie gesund und auf bald wieder live im Ella und Louis. Thank you.
Einen wunderschönen guten Abend aus dem Ella und Louis. Wir freuen uns sehr, dass wir heute Abend hier für euch spielen können und dass ihr so zahlreich vor euren Endgeräten sitzt. Am Akkordeon haben wir heute Abend Laurent Leroy. Am Kontrabass Matthias Debus. Und am Saxophon Alexandra Lehmler. Der Lockdown hat ja nicht viel Gutes, aber er hat ein Gutes. Und zwar, dass wir heute zum ersten Mal hier zusammen spielen. Das ist eine Premiere, eine Weltpremiere. Wir haben euch viele verschiedene Stücke eingepackt, zumeist Eigenkompositionen von uns. Zum ersten Stück, was wir gespielt haben, sagt der Laurent was. Ja, das war ein Stück, was eigentlich gewidmet ist allen Menschen, die hier im Paradies jetzt sind. Und damit es nicht immer dort traurig abgehen muss, ist es einfach ein Stück, da kann man auch tanzen. Ein Petit Valso Paradis, ein kleiner Walzer im Paradies. Ja, mir wurde das Mikrofon schon gereicht, weil das nächste Stück wird von mir sein und da kann ich natürlich auch sagen, wenn es eben um Lebensfreude und aber Freude und Traurigkeit geht, dann geht es jetzt auch um Leben und Tod. Es geht um Leben und Tod und natürlich auch Leben und Trauer. Trauerbewältigung und dass eben auch aus Trauer bzw. Traurigkeit wieder neue Fröhlichkeit entstehen kann und sozusagen das Leben weitergeht. Ein bisschen der Song zum November mit dem Titel Tränenmeer. Thank you.
jetzt mal an. Thank you.
Das Stück, das wir gerade gespielt haben, ist ein Stück von mir gewesen mit dem Titel Fly Away. Ein noch relativ neues Stück, was auf meiner aktuellen Platte drauf ist, die im Frühjahr veröffentlicht wurde. Leider fiel die Release-Tour dem Lockdown zum Opfer und die für Herbst geplanten Konzerte leider auch. Deswegen kam es bisher noch gar nicht dazu, dass wir in Originalbesetzung das Stück irgendwo mal live spielen konnten, außer bei der Aufnahme. Aber für 2021 nehmen wir uns das mal fest vor, dass das passieren wird. Ja, Fly Away, was leider in diesem Herbst auch nicht passiert ist bisher und auch wahrscheinlich nicht mehr passieren wird, dass wir uns nach dem Konzert persönlich treffen und uns unterhalten und dass ihr bei uns Platten kaufen könnt und dass wir sie für euch signieren. Leider, glaube ich, klappt das dieses Jahr nicht mehr. Na gut, die Hoffnung stirbt zuletzt, vielleicht im Dezember noch. In jedem Fall, ihr müsst nicht traurig sein, ihr könnt uns ja jetzt so zu Hause erleben und ihr könnt die Platten natürlich bei uns bestellen. Jeder von uns hat eine Homepage und da kann man uns kontaktieren. Genau, ihr müsst Weihnachten also nicht ohne unsere Musik feiern. Weiter machen wir mit einem Stück, das ist meiner Lieblingsstadt gewidmet. Oder ist es so? Spielen wir das? Nee, wir spielen es noch nicht. Wir spielen ein Stück von Matthias als nächstes. Dazu sagst du auch was, glaube ich. Ja, das jetzt folgende Stück ist zwar schon einige Jahre alt, aber es hat durchaus trotzdem das Zeug dazu, zum saisonalen Hit zu werden. Denn es ist im Prinzip absolut das passende Stück zum Lockdown, zum momentan, denn es trägt den Titel All Alone. Thank you.
So, jetzt kommt aber das Stück, von dem ich eben schon dachte, dass es kommt. Und zwar das Stück, das meiner Lieblingsstadt gewidmet ist. Leute, die mich kennen, die wissen jetzt, was gemeint ist. Für alle, die das noch nicht wissen, es dreht sich um Paris. Thank you.
Dann bleiben wir bleiben in Frankreich. Willst du was sagen? Ich kann einfach was sagen, dass es, wir bleiben jetzt einfach in Paris und in Frankreich und spielen ein schönes, kleines Kinderlied. Also es ist jetzt nicht unbedingt schon Zeit, ins Bett zu gehen, aber auch dafür ist es bekannt. Eine kleine Berceuse. Thank you.
jetzt schlaf. Jetzt geht es etwas weniger ruhig weiter. Wir spielen wieder ein Stück vom Laurent. Und wie das heißt und warum es so heißt, das sagt er uns am besten selber. Das ist ein Stück, das habe ich als Inspiration aus dem Urlaub in Ecuador mitgenommen. Und das ist ein Walzer, ein Tango-Walzer eigentlich. Das, den tanzen die auch in Ecuador. Und weil das war in einem Hochlanddorf bei etwa 4000 Meter, noch etwas höher, also ganz, ganz dünne Luft. Und wenn die Leute da tanzen, dann machen die ganz, ganz kleine Schritte. Also jeder Gramm Sauerstoff ist ja wertvoll. Und deswegen heißt dieses Stück A Petit Pas, mit kleine Schritte. Thank you.
weil die Hoffnung bekanntermaßen zuletzt stirbt, spielen wir jetzt Hymn to Hope. Thank you.
Hymn to Hope. Am Akkordeon, Laurent Leroy. Am Kontrabass, Matthias Debus. Und am Saxophon, Alexandra Lehmler. Olle. Wir haben uns sehr, sehr gefreut, heute Abend für euch zu spielen. Es war eine Premiere und es wird hoffentlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich bin mir fast sicher, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir zusammen gespielt haben. Vielen Dank an den Thomas Siffling, dass er das Ganze hier initiiert hat, dass er sich nicht unterkriegen lässt, trotz aller Widerstände, die Musiker und Veranstalter in diesen Tagen erleben müssen. Vielen Dank an dich, Thomas. Ich bin mir sicher, vor den Endgeräten klatschen und johlen alle jetzt ganz laut. Wir danken euch fürs Zuschauen. Und das letzte Stück ist ein Stück vom Laurent. Und es geht in diesem Stück um Tiere, die wir alle sehr, sehr lieben. Möchtest du was dazu? Ich muss sagen, es geht nur um Tiere, unerwünschte Tiere. Thank you.
Tschüss.